Hallo liebe Zuschauer, heute stelle ich euch das Spiel Virus vor. Wie kann man nur ein Spiel Virus nennen in der jetzigen gesundheitlichen Situation? Ja, hängt immer davon ab, wann ihr das Video schaut. Ist Pandemic online gegangen. Da geht auch noch das ein oder andere Video online. Ja, es ist nicht makaber, es ist ein Spiel und ich betrachte das Spiel und nicht die aktuelle gesundheitliche Lage. Das ist ein ganz anderes Thema. Ziel ist es nach wie vor, das Spiel vorzustellen. Und wenn euch das Thema jetzt überhaupt nicht anspricht, ja, dann am besten zu einem anderen Video schwenken. Aber ansonsten bleibt dran und schaut einfach mal, ob Virus vielleicht für euch ein interessantes Kartenspiel ist. Es ist nämlich erschienen bei Game Factory von... Cabrero, López und Santisteban. Von den Autoren auf jeden Fall. Vorsicht, Ansteckungsgefahr. Ja, natürlich, Virus ganz klar. Ein Kartenspiel für 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahre und geht 20 Minuten. Ich möchte es euch jetzt einfach knackig mal vorstellen, ohne Gameplay-Sequenzen, weil so schwer ist es gar nicht. Und dann gibt es gleich ein Fazit, weil ich habe einfach schon mal ein paar Karten ausgelegt. Dann seht ihr nämlich, was ihr in diesem Spiel dann machen müsst. Ihr seht hier die ganzen bunten Karten. Ihr seht auch schon ein paar Einzelkarten, die ich jetzt hier liegen habe. Insbesondere seht ihr natürlich hier Organe, quasi den Körper. Und Ziel ist es in dem Fall, 4 gesunde Organe vor sich abzulegen. Das heißt, dann hat man quasi das Spiel gewonnen. Ja, was ist überhaupt ein gesundes Organ? Das sieht ja aus wie ein gesundes Organ. Das ist auch frei von Viren. Das auf jeden Fall. Es kann auch sein, dass es geimpft wird, also immer die passende Farbkarten dann ausspielen. Dann ist es natürlich auch gesund. Oder sogar mit 2, in dem Fall mit 2 Medikamenten, da kann man es nämlich umdrehen, dann ist es sogar immun. Also sowas versucht ihr zu bilden. Ist es aber infiziert, dann ist es ja natürlich ein krankes Organ. Das mal als Hintergrundinfo. Ihr merkt, so schwer ist es gar nicht, weil die Karten werden alle gemischt. Jeder bekommt 3 Karten auf die Hand und spielt dann eine Karte dann aus. Oder er sagt, ach, die sind alle doof, die Karten. Er kann 1 bis 3 Karten quasi abwerfen und zieht neue Karten. Die Organe, die spiele ich natürlich bei mir aus, ganz klar, wenn ich sie habe. Je nachdem auch das Impfmittel dann spiele ich bei mir aus, um mir die Karte zu schützen. Und die ganzen Viren, die versuche ich natürlich beim Mitspieler auszuspielen, weil mit 2 Viren, dann wird das Organ gleich weggenommen, dann kriegt man es auch nicht mehr gesund. Dann muss der Spieler neue Karten dann ausspielen. Also recht einfach und deswegen auch ohne Gameplay-Sequenzen. Man sieht es ja an den Karten. Es ist recht einfach und schnell erklärt, was jetzt die einzelne Symbolik und was die Farben angeht. Natürlich gibt es hier ein paar Sonderkarten mit Tausche mit Organ oder Nimm-Organ. Also man kann auch interagieren mit Mitspielern. Das ist durchaus möglich, dass man von dem seine Karten dann wegnimmt oder Übertragung von Viren oder ja, andere Spieler werfen Handkarten ab. Das sind auch noch verschiedene Karten dabei. All diese Möglichkeiten habt ihr und die wird insbesondere anhand der Symbolik angegeben. Das ist das ganze Spiel und quasi, wenn ein Spieler das Ziel erreicht hat, dann hat er das Spiel gewonnen und genau deswegen kommen wir jetzt mal doch recht zügig zum Fazit. Virus ist ein einfaches, glücksbetontes, durchaus auch sich ziehendes Kartenspiel. So muss man deutlich mal sagen, weil 3 Karten auf der Hand, da ist sehr viel Glück dabei. Unabhängig von der Spielzahl, wie gesagt, wir haben es auch schon in großer Runde zu 6 gespielt. Da kann es ewig gehen, was dann doch nicht so toll ist, was das Spielgeschehen dann angeht. Und da gehört natürlich sehr viel Glück dabei, die passende Karten zu ziehen und zu hoffen, dass nicht der Mitspieler noch Karten bei einem dann ablegt. Und das zieht sich dann einfach in die Länge. Es kann durchaus schnell gehen, das haben wir auch in Runden erlebt, aber es kann sich auch ziehen, dass man schon fast das Gefühl hat, brechen wir ab, weil das kriegen wir ja nie hin, weil dann doch immer wieder die eine oder andere Karte draufgeworfen wird oder muss man wegnehmen oder man zieht nicht das passende Organ, um fertig zu werden. Das hat man alles hier in diesem Spiel, sodass es aus meiner Sicht keine Empfehlung ist, auch wenn ich in letzter Zeit doch viele Game Factory Spiele hochgelobt habe, sage ich dann auch, aber wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich es auch und Virus ist es kein Spiel, was mich wirklich überzeugt hat. Es ist, was die Thematik angeht und den Spielwitz angeht, doch klingt auf dem ersten, deswegen habe ich es mal angeguckt, es klingt witzig, da habe ich gedacht, ja, das spielen wir mal. Aber wenn man es dann ausprobiert, dann merkt man doch, da hakt es dann doch an der einen oder anderen Stelle. Der Frustfaktor hält sich dann auch in Grenzen, auch wenn man praktisch immer mal wieder bombardiert wird mit Viren und Karten abwerfen muss, aber oftmals bleibt den Spielern auch kaum eine Möglichkeit. Bei Mehrspielen habe ich natürlich die Möglichkeit zu agieren, aber
bei mehr Spielern schaue ich auch bei dem Spieler, der führend ist, und der kriegt dann das, die Karte platziert, dann kann er wieder von vorne anfangen. Nee. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, aber das war mir dann doch zu glücksbetont, ja, zu simpel in gewisser Art und Weise, also nicht überzeugend, um zu sagen, auf Dauer, dass ich sage, ja komm, spielen wir gleich morgen nochmal oder die ganze Woche am liebsten. Nee, das hatte ich bei dem Spiel überhaupt nicht, und es ging, kann ich auch sagen, es ging unserer Spielgruppe genauso. Also es war jetzt keiner dabei, der wirklich gesagt hat, super Spiel, hole ich mir. Es gibt nämlich viele, die natürlich das auch notieren, sich das anschließend bestellen, ihr je nachdem ja auch, aber nee, bei dem Spiel muss ich ehrlich sagen, da bleibt dann doch der Spaß etwas an der Grenze. Also, wie gesagt, keine Empfehlung mal heute von mir. Wenn ihr es euch aber trotzdem holen wollt, kein Thema. Geschmäcker sind verschieden. Wenn es euch gefällt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare rein. Und wenn ihr Spiel und Produkte dann holen wollt, gerne über die unten genannten Links. Aber Virus in dem Fall keine Empfehlung. Da hat der Verlag viel bessere Spiele und da habe ich auch schon einiges vorgestellt. Und da wird auch noch einiges folgen. Ja, das war ein kurzer Ausflug zu Virus. In dem Fall, ich sage tschüss, macht's gut und bis bald.